Bayerische Fernsehpreis, aber das ist mindestens genauso toll. Die herausragende Leistung, wenn man Kinderfernsehreporter ist, hoffe ich, dass Sie das damit meinen, ist, glaube ich, dass man sein Publikum, also die Kinder, einfach bei allem, was man macht, ernst nimmt. Ich finde, das Schlimmste, was man als Kinderfernsehmoderator oder Reporter machen kann, ist, irgendwie mit erhobenem Zeigefinger den kleinen Kindern irgendwas zu erklären. Das hat ja, da hat keiner Spaß dran, das guckt man sich, glaube ich, auch einfach nicht gern an. Und wenn man als Reporter das, glaube ich, gut macht, dann schafft man es gleichzeitig, sein Publikum immer im Hinterkopf zu haben und ernst zu nehmen und all deren Fragen, Ängste, Wünschen, Sorgen genauso ernst zu nehmen bei allem, was man tut. Und dabei aber auch nicht zu vergessen, das finde ich zumindest das Wichtigste, das war auch für mich als Kind das Wichtigste, wenn ich Fernsehen geguckt habe, den Spaß nicht zu vergessen. Wenn man da steht und ganz bedrückt und ernsthaft irgendwelche Fragen stellt und dann beantwortet, dann wird, glaube ich, super schnell langweilig. Wenn man sich aber für den Pups-Check auch mal als Kackwurst verkleidet und durch einen aufblasbaren Darm stolziert, dann macht es gleichzeitig Spaß und man lernt was. Und dafür darf man sich nicht zu schade sein, aber ich glaube, das ist so die richtige Mischung dann. Darfst du eigentlich das Gewinnergeld vom Bayerischen Filmpreis behalten? tatsächlich, das Geld geht an mich. Ja. Das ist aber auch so vorgeschrieben von den Leuten, die sich das ausgedacht haben. Und ich darf es auch behalten, aber ich werde das auf keinen Fall alleine behalten, weil erstens mal, wir bekommen das für unser Checker Extra, für die Fluchtsendung, wo wirklich das komplette Team noch viel mehr als bei sonstigen Folgen gemeinsam dran beteiligt war. Deshalb werde ich mal mindestens eine fette Party für uns alle veranstalten. Und was ich sonst mit dem Geld so mache, weiß ich noch nicht, aber ich finde irgendwie auch dadurch, dass wir das zu dem Thema gewonnen haben und wir über die Menschen berichtet haben, denen es nicht so gut geht und die deshalb fliehen mussten, wäre es schön, wenn auch ein Teil davon zurückgeht. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich auch ein bisschen was spende. Ich weiß noch nicht, an wen und wohin genau, aber das ist so ein bisschen der Plan gerade. Was wolltest du als Kind werden? Als ich so 6 war oder so, wollte ich Olympiasieger werden. Ich wusste nicht, dass man dafür eine Sportart gut können muss. Ich wollte Hauptsache Olympiasieger sein. Dann habe ich relativ bald begriffen, dass das so einfach auch nicht geht und dass es mit viel Arbeit verbunden ist. Und ich habe zwar damals ganz gut geturnt, so Gerätturnen gemacht, aber das hätte nie im Leben gereicht. Und dann hatte ich das Glück, dass mein Papa Kameramann ist. Und dann durfte ich als Kind immer mit zu Dreharbeiten, die mir gefallen haben. Und deshalb wusste ich schon so mit 10 Jahren ungefähr, dass ich gerne zum Fernsehen möchte. Und dann habe ich das auch eigentlich meine komplette Schulzeit und das Studium über und so immer weiter verfolgt. Mhm. War zwischenzeitlich mal ein bisschen davon abgekommen, aber jetzt bin ich ja dann doch beim Fernsehen. Hattest du vor Checker Tobi einen anderen Beruf und wenn ja, welchen? Also ich war immer schon beim Fernsehen, so nebenher, neben meinem Studium und so weiter, habe mein Geld damit verdient, dass ich Reportagen gemacht habe für ein bisschen älteres, ein jugendliches Publikum. Beim SWR war das. Und da hatte ich auch einen absoluten Traumjob dann irgendwann. 4 Jahre lang war ich Filmkritiker und bin in Pressevorführungen gegangen, also ins Kino gegangen, wo nur Journalisten rein durften. Hab die Filme gesehen Wochen und Monate, bevor sie ins Kino kamen. Hab mir die angeguckt, hab mir überlegt, ob ich die gut oder schlecht finde. Hab dann drüber geredet und wurde dafür sogar noch bezahlt. Das war ein absoluter Traumjob. Und dann war ich bei der Berlinale, bei Deutschlands größtem Filmfestival. Und habe da gearbeitet, was mir auch riesigen Spaß gemacht hat. Und in diese Richtung wollte ich dann auch weitergehen eigentlich. Und dann kam aber das Checker-Tobi-Casting. Ja. Und so bin ich jetzt dann doch Checker geworden. Was aber, muss ich mal kurz fest sagen, ein absoluter Traumjob ist, weil ich so viele tolle Sachen ausprobieren kann und so viel Neues lerne und so, dass ich jetzt gerade mit niemandem tauschen wollen würde. Das Motto des Prix Jeunesse ist dieses Mal, was bedeutet es, ich zu sein? Und jetzt die Frage, was bedeutet es für dich, du zu sein? Ich finde das ein tolles Motto und gleichzeitig eine super schwierige Frage, weil da natürlich wahnsinnig viel dranhängt. Wenn ich jetzt von mir als Checker Tobi spreche und sage, was bedeutet es, ich als Checker zu sein, dann bedeutet das vor allem, das große Glück zu haben, diesen Job überhaupt machen zu können. Ich habe es ja gerade schon erzählt, es ist ein absoluter Traumjob und es macht mir jeden Tag aufs Neue riesigen Spaß. Und ich liebe es auch, das für Kinder machen zu können, weil es so eine tolle Zielgruppe ist. Und wenn es sich auf den Tobi Krell bezieht, der nicht nur Checker ist, dann bedeutet ich zu sein, glaube ich, oh, das ist echt schwierig, aber dann bedeutet das wahrscheinlich, das große Glück zu haben, eine tolle Familie zu haben, tolle Eltern zu haben, gute Freunde zu haben, die immer für mich da sind. Und eine Person zu sein, die immer gute Laune hat.
Was war dieses Jahr bisher deine spannendste Fernsehentdeckung auf dem Prix Jeunesse? Ich muss ehrlich sagen, dass ich noch gar nicht viel gesehen habe. Ich war am Freitag hier, als es eröffnet wurde und durfte ja auch die Eröffnung moderieren. Und dann war ich bei diesem Podium, wo es um Flucht geht oder ging. Und zwischendrin war ich immer wieder in der Redaktion, auch jetzt das Wochenende, und habe gearbeitet, deshalb wenig gesehen. Ich habe mich am Freitag kurz in den ersten Filmblock reingesetzt und habe einen Film gesehen von Els van Driel, oder Driel heißt sie, glaube ich, eine holländische Filmemacherin, wo es um zwei Kinder oder Jugendliche geht, 12 und 13 Jahre alt. Die eine ist als Mädchen geboren, fühlt sich aber als Junge und umgekehrt. Der Film hieß, glaube ich, Wie Key zu Nils wurde oder so ähnlich. Und den fand ich wahnsinnig beeindruckend, weil ich diesen beiden Menschen in dem Film so nahe gekommen bin und so gut verstehen konnte, was es wohl bedeuten muss, wenn man sich in seinem eigenen Körper nicht richtig aufgehoben fühlt. Und das hat die Filmemacherin so toll dargestellt, dass ich, also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht viel sonst gesehen, aber das, glaube ich, bin ich mir sicher, wäre mir auch sonst sehr im Hinterkopf geblieben. Und die Vorjahre? Auch die Vorjahre habe ich vom Prix Jeunesse kaum was mitbekommen. Letztes Mal war ja vor 2 Jahren, da war ich gerade erst neu in München, habe als Checker angefangen und habe buchstäblich den gesamten Sommer durchgedreht, also nur. Und die Jahre davor war ich gar nicht in München und kannte den Prix Jeunesse nur aus meinem Studium, wo es um Medien und auch Kinder- und Jugendmedien ging, war aber nie selbst hier. Insofern würde ich mich freuen, endlich mal einen Festivaljahrgang beim Prix zu haben, wo ich auch die Zeit habe, mich hier mal wirklich die 5-6 Tage hinzusetzen und richtig Sachen zu gucken, weil hier so viel Spannendes dabei sein muss und auch ist. Ja, macht mich selbst ein bisschen traurig, aber ich kenne gar nicht so viel von dem, was jetzt gerade im Programm ist und war. Aus welchen Ländern kommt das beste Kinderfernsehen? Was sind deine Top 3? Also ich finde, um mal hier direkt bei uns in Deutschland anzufangen, dass wir gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein tolles Kinderprogramm haben. Also so Sachen wie 9,5 oder Wissen macht A oder seit vielen, vielen Jahren die Sendung mit der Maus und Löwenzahn, womit ich selbst aufgewachsen bin, finde ich, sind tolle, tolle Kinderprogramme. Die Generationen von Kindern und dann auch jetzt Erwachsenen irgendwie echt mitgeprägt haben. Insofern, glaube ich, müssen wir uns in Deutschland gar nicht so sehr für unser Kinderprogramm irgendwie verstecken, sondern können richtig stolz drauf sein. Und was ich sonst mitbekomme, sind die Holländer ganz weit vorne mit dabei und in Skandinavien, also Dänemark, Norwegen, Schweden, die machen auch tolles Kinderprogramm. Und besseren Vergleich habe ich so ein bisschen, was Kinderfilme angeht, weil ich seit Jahren für die Berlinale das Kinderfilmprogramm da betreue. Und auch da ist es so, dass echt viel Tolles aus Skandinavien kommt, also aus dem Norden Europas. Hast du noch einen Musikwunsch, den wir in unserer Sendung spielen sollen? Darf ich mir irgendwas aussuchen? Ja. Meine Lieblingsband ist Arcade Fire. Und dann würde ich mir von Arcade Fire Reflektor wünschen. Könntest du zum Schluss noch unsere Hörer auf der Südpol-Show auf 92,4 grüßen mit deinem Namen und deinem Beruf? Unbedingt. Soll ich dafür in irgendeine Kamera gucken oder einfach ins Mikro reden? Einfach ins Mikro. Alles klar. In welche? Da rein. 92,4. Südpol-Show, 92,4. Okay. Hallo, liebe Zuhörer und Zuschauer von Radio Südpol-Show 92,4. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich fühle mich sehr geehrt, in dieser Sendung zu sein. Von euch Fünfen äußerst professionell interviewt worden zu sein. Vielen Dank. Und ihr schaltet bitte immer wieder ein, wenn es heißt Radio Südpol Show. Ich hoffe, das war richtig. Danke für das Interview und noch viel Spaß auf dem Festival. Vielen Dank euch. Auch euch noch viel Spaß und weiterhin so gute Arbeit. Das war toll. Vielen Dank.